Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dragon Ball Super Video, denn es sind neue, ich sag mal, News aufgetaucht. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen krank, aber das hindert mich natürlich nicht davon, die News zu verbreiten zu Dragon Ball Super. Diesmal geht es um Dragon Ball Heroes und ihr wisst, Dragon Ball Heroes ist ein japanisches Kartenspiel und die meisten Sachen aus Dragon Ball Heroes, die werden zum Beispiel nicht stimmen. Zum Beispiel ist auch ein Trailer aufgetaucht. Man sieht, dass Vegeta mit Trunks fusioniert, nicht mit Future Trunks, sondern mit einer anderen Art von Trunks, aber trotzdem wird das wahrscheinlich nicht als Vorstellung genommen. Was aber als Vorstellung genommen werden kann, ist, dass man bei Dragon Ball Heroes manchmal Szenen bekommt von Dragon Ball Super, die gezeigt werden, die später nicht im Anime sein werden, aber zum Beispiel hat man gesehen, dass Goku Black und Zamasu zusammen in der Zukunft gegen Goku gekämpft haben und genau das ist ja auch passiert in der gleichen Stadt, in dem gleichen Setting. Deswegen kann man manche Sachen wirklich für voll nehmen, manche nicht, aber diese News ist wirklich sehr, sehr brandheiß, deswegen dachte ich mir, nehme ich sie rein. Ich habe den Trailer davon von Harry Price, der ist auch in der Beschreibung verlinkt und das Ding ist auch, dass man halt ein Bild hatte, was das wichtigste Bild ist bei dieser ganzen News, aber das habe ich woanders her, weil das nicht im Trailer drin war, und zwar das Bild hier. Wir sehen ganz, ganz klar, Goku kämpft gegen Goku Black und wir sehen, dass Goku einen Potara-Ording hat, und zwar den aus Universum 7 von dem Kaioshin, der nun ebenfalls in der Zukunft ist, und ich habe euch schon oft gesagt, dass Vegeta wahrscheinlich confirmed ist, und mit dieser Meldung hier bin ich mir fast sicher, dass sie uns jetzt zeigen wollen, dass er confirmed ist. Wir sehen ganz stark, dass bei den anderen Bildern es so ist, dass man diesen Ording einfach überhaupt nicht sieht, dass er immer geblockt wird. Zum Beispiel hier sieht man halt ganz krass, dass Goku Black schlägt und Goku abwehrt. Wir sehen den Ording wieder nicht. Dann hier wieder die andere Seite vom Ording halt, dass er nicht da ist. Immer weiter sehen wir, dass da wirklich kein Ording ist, bis wir halt schließlich sehen, dass zu Goku zurückweichen muss. Und wir sehen, dass wir halt diese Seite wieder geblockt bekommen, wo der Ording ist. Und zack, er dreht sich um und der Ording ist weg. Das heißt, dieser Trailer wurde meiner Meinung nach sehr stark dafür benutzt, um uns Zuschauer zu verarschen, um uns, nicht zu verarschen, aber um uns halt zu zeigen, dass Vegeta kommen wird, um uns eine Vorstellung zu liefern für den Anime durch Dragon Ball Heroes, weil das einfach gar keinen Sinn machen würde. Ich glaube nicht, ich bin mir so sicher, dass sie das nicht vergessen haben. Das wäre so ein großer Fehler, das würden die niemals tun. Das ist einfach für die Anime-Zuschauer ein Foreshadowing darauf, was kommen kann. Und für die Dragon Ball Heroes-Spieler ist es halt so ein bisschen Hype, sage ich mal, dass es halt wieder richtig geil wird. Dann sehen wir halt wieder, dass der Super Saiyan Blue wird, angreifen möchte. Und dann sehen wir halt, dass es das Spiel ist, Dragon Ball Heroes. Und ja, hier sehen wir auch Super Dragon Ball Heroes. So, jetzt ist Folgendes, okay? Wir haben diesen Ordering gesehen und ich bin mir so sicher, dass es kommen wird, denn es gibt zu viele Hinweise. Sehen wir erstmal uns Gowazo und den Kaioshin an. Dass Gowazo in der Zukunft ist, ist absolut klar. Der Kaioshin hat aber nichts verloren, denn was zum Teufel macht er da? Ich meine, aus Toriyamas Sicht hat er einfach gar keinen Platz in der Zukunft, also jetzt momentan dahin zu gehen, aber er kommt mit, weil er mitkommen sollte. Der Grund an sich ist halt übel schwammig, Toriyama-mäßig, deswegen wird er gebraucht, um Vegeta komplett traditionell wiederzubringen mit den gelben Ohrringen, mit den gelben Potara-Ohrringen, die natürlich von ihm sind. Und wir wissen natürlich auch, dass Goku Black und Zamasu sich fusionieren werden. Deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man uns halt Vegeta gevorstellt hat. Außerdem haben wir auch das Keyblade, was dann auch wieder ein Clash sein könnte. Keyblade gegen Keyblade, Potara-Fusion gegen Potara-Fusion. Die Namek Dragon Balls können diese Fusion aufheben. Deswegen sind so viele Sachen da, so viele Komponenten, die halt perfekt dazu passen, dass man halt Vegeta wiederbringt. Ist halt schade, dass man nicht sagt, okay, let's make Gogeta canon, aber ja, kann man nichts machen, Vegeta wird zurückkehren. Ich bin persönlich viel mehr zufrieden damit, weil ich ein riesen Vegeta-Fan bin und den Charakter einfach übelst liebe. Deswegen bin ich sehr froh über diese News. Natürlich, vergesst nicht, das ist jetzt nicht hundertprozentig bestätigt. Ich sage euch nur, dass ich persönlich sagen muss, dass ich sehr, sehr stark daran glaube, dass es wirklich jetzt so sein wird, dass Vegeta kommen wird, weil es ein so großer Hinweis ist. Aber es ist nichts bestätigt, vergesst das nicht. Das ist keine offizielle Meldung oder sonstiges, ja. So viel dazu wollte ich nur gesagt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine kleine News zwischendurch. Heute um 18 Uhr, falls die Krankheit sich bei mir nicht verschlimmert, werde ich einen Stream machen zu der Preview. Schaltet auf jeden Fall ein. Da werde ich euch heute alle sehen. Damit bin ich auch raus. Lasst einen Kommentar da. Was denkt ihr? Ist Vegeta wirklich confirmed? Und was denkt ihr? Wie wird Vegeta oder was wird Vegeta für einen Einschlag machen in Dragon Ball Super? Lasst auch ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Damit bin ich auch raus. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Haut rein.